Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich nehme den Ball mal auf, im wahrsten Sinne des Wortes, und bringe uns da mal ins Spiel. Wir stehen ja nicht nur zu zweit hier, weil wir uns die Zeit dann besser aufteilen können oder weil ich nicht so lange reden kann oder der Kollege nicht, sondern weil wir ja ein wirklich technisches Thema darbieten wollen. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt bei Gott eher dann der Anwender und bin vielleicht auch zum Glück jetzt in meiner Vorstandsrolle, wobei wir ja ein relativ kleiner Laden sind natürlich, auch nicht allzu sehr in den Details dann verhaftet und schon gar nicht, man möge es mir nachsehen, in den technischen. Und da ist dann immer wichtig, dass wir ohne dies hier Hand in Hand mit dem Aufsichtsrat arbeiten, Vorstand, Aufsichtsrat beim Club. Aber gerade weil natürlich Johannes Bisping da auch in den technischen Details, gerade bei den Rahmenbedingungen, da noch viel, viel tiefer drin steckt. Ich habe eher so die Anwenderperspektive dann vor Augen. Und eben aus dieser IT-Laien-Situation heraus, muss ich eingestehen, Herr Range, konnte ich jetzt nicht so viel im Detail dann beurteilen von dem, was Sie erzählt haben. Es war in der Tat beeindruckend. Ich nehme immer so zwei Sachen dann vor allen Dingen mit, weil die bei uns wieder viele Parallelen haben. Schwarmintelligenz, da werde ich mal hellwach, weil ja alle Bundestrainer, alle Clubtrainer sind und so weiter. Und mal ganz viel zum Fußball natürlich sagen können, im Zweifel mal mehr, mal weniger fundiert vielleicht, aber davon lebt der Sport und der ließ sich auch gar nicht so gut vermarkten, offen gestanden, was ja am Ende auch mein Kerngeschäft ist, wenn es nicht diese Anteilnahme gäbe. Und Folklore ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Wir leben von Tradition und von gesellschaftlicher Relevanz. Das ist eben auch die Grundlage von all dem, was wir so betreiben. Aber vor allen Dingen ist der Fußball natürlich auch ein bisschen mehr. Und unter anderem ist er eben auch ein Stück weit Digitalisierung mittlerweile. Und wir möchten im Folgenden uns hier so mit dem Ball ein bisschen hin und her spielen und so ein paar Dinge aufzeigen von dem, was wir so bereits machen. Und ganz vieles liegt bei uns aber auch noch oder steckt in den Kinderschuhen eher noch von dem, was andere bereits machen, natürlich die großen Teams, vor allen Dingen global. Und wir greifen so ein paar Themen auf und können das dann vielleicht mal hier und da mal abgleichen mit dem, was wir so machen und am Ende mal aufzeigen, was für Ressourcen braucht es eigentlich noch, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen und was sind unsere konkreten Maßnahmen. Das soll jetzt nicht von mir im Detail gewesen sein, aber ich gebe jetzt erstmal weiter an den Kollegen und dann kann er den Ball aufnehmen. Ja, vielen Dank auch von mir. Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen und hier ein bisschen Einblick in unsere tägliche Arbeit, die wir hier beim 1. FC Nürnberg verrichten, gerade in Richtung Digitalisierung. Spannendes Thema. Der Herr Riedl hat schon gesagt, ich sehe das immer so ein bisschen aus zwei Rollen, gerade in dem Bereich, einmal als Aufsichtsratsmitglied und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, aber auch als Dienstleister für den 1. FC Nürnberg, nachdem ich hier eben als Netzbetreiber, IT-Unternehmer hier dieses Thema auch begleiten darf. Wir haben es uns, wie der Herr Meske schon sagt, ein bisschen aufgeteilt, dass wir uns immer wieder ergänzen, den Ball zuspielen. Was wollen wir Ihnen heute in der Dreiviertelstunde, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Ihnen ein bisschen näher bringen? Einmal hier der FCN, der Fußball und die Digitalisierung rund um den Club, den FCN, die Bundesliga etc. Dann Digitalisierungspraxis im Fußball, was tun wir heute, was beschäftigt uns, wie haben wir das aufgebaut. Dann das Thema Anforderungen und Grundlagen für Digitalisierung, ein bisschen Blick vielleicht natürlich aus der Club, aus der FCN-Brille, aber auch ein bisschen allgemeiner vielleicht mal zwei, drei Punkte, was wir hier im Beispiel beim Club, aber was vielleicht auch Sie in Ihr Unternehmen, in Ihre Tätigkeit, in Ihre Organisation vielleicht ein paar Ideen oder Ansätze vielleicht auch mal mitnehmen können. Und wie sehen wir da die Herausforderungen der Zukunft? Wie stemmen wir das Thema Digitalisierung, was glaube ich auch nie beendet sein wird und fertig sein will? Was sind die nächsten Schritte und Aufgaben? Vielleicht zum Einstieg fange ich mal kurz an. Der Club, jeder kennt ihn irgendwie, vielleicht tiefer im Herzen oder mehr am Rande oder interessant. Einer der Traditionsvereine in der Republik, der sicherlich eine der ältesten Traditionen hier mit hat, mit viel Emotion, gehört im Fußball dazu, aber bei dem Traditionsverein natürlich ganz besonders, in der Region Nürnberg natürlich, aber auch weit darüber hinaus, merken wir immer wieder, auch ohne große Internationalisierungsstrategie heute, wie das vielleicht die Kollegen hier bei Bayern München machen, aber man merkt es auch, wenn man international unterwegs ist, da steckt schon eine Historie dahinter und eine Bekanntheit und Sympathien. Dank der Kollegen hier in München sind wir nach wie vor und wahrscheinlich noch viel, viel länger Rekordvizemeister, also mit 9 deutschen Meistertiteln sind wir an Platz 2. Wenn München so weitermacht, bleiben wir dann auf alle Zeit Vizemeister quasi. Bisschen aktueller noch aus der Historie quasi, 4-mal DFB-Pokalsieger 2007, können sich der eine oder andere noch näher dran erinnern. Und so viele, viele bewegende Jahre
in seiner Vereinsgeschichte seit 1900 gibt es den ersten FC Nürnberg. Wo stehen wir da heute? Nur, dass Sie so ein bisschen einordnen können. Wir haben derzeit 21.000 oder fast 22.000 Mitglieder. Von der Zahl könnte es noch ein bisschen mehr sein. Wir haben gerade die letzten 12 Monate die Zahl von 15.000 auf fast 22.000 erhöhen können. Hat ein bisschen mit der Historie zu tun, nachdem viele Jahre vor unserer Tätigkeit da mehr auf Mitgliedschaften bei offiziellen Fanclubs gesetzt worden ist, gibt es viele Mitglieder in den organisierten Fanclubs, und da haben wir eine Mitgliederzahl von 45.000 Mitgliedern, die sich hier auch mit entsprechenden monetären Beiträgen da dem Club committed haben. Insgesamt laut Studie reden wir von mindestens 16,8 Millionen Sympathisanten hier vor allem in Deutschland rund um den Club. Wenn man das etwas runterbricht, wenn man schaut, wie viele Menschen sagen, der Club ist ein wichtiger Part in meinem Leben, reden wir immerhin von 1,5 Millionen Menschen, die sagen, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Also wir reden hier schon über sehr viel. Monetär, kaufmännisch mal, um das einzuordnen, wir haben jetzt hier momentan in der vergangenen Saison, die ja gerade abgelaufen ist, einen Umsatz von ca. 45 Millionen Euro erwirtschaftet und umgesetzt. Jetzt mit dem Aufstieg in die erste Liga, das wir ja Gott sei Dank jetzt nach 4 Zweitliga-Jahren schaffen konnten, reden wir jetzt wahrscheinlich vom nächsten Jahr je nach Transfererlösen roundabout von 75 Millionen. Also man sieht, die Sprünge sind hier schon immens, ohne jetzt den Vergleich zu sehen, wo andere dastehen. Ein Team von 200 Vollzeitmitarbeitern hier rund um den Club. Und generieren, da sagt Michael Meske dazu dann einige interessante Details, sicher eine sehr große Reichweite. Letztes Jahr oder Saison 16/17 eine Reichweite von 2,7 Milliarden mediale Kontakte. Hier rechnen wir von einem Faktor 3 in der nächsten Saison. Also da sind wir dann, und dieses Jahr wahrscheinlich auch schon wieder mehr, aber von roundabout 9, vielleicht sogar 10 Milliarden Kontakten, die wir hier generieren. Das mal kurz zur Einordnung und dann spiele ich mal den Ball weiter. Genau, schauen wir mal auf den Fußballmarkt in Gänze, denn ein Großteil auch der Kontakte, das ist ja wiederum auch die Grundlage für allerlei weitere Verwertungsformen, dass wir eben eine große Reichweite erzeugen, wird natürlich, das ist dann vielleicht der erste Punkt, wo wir mal über Digitalisierung nachdenken müssen, wird natürlich digital erzeugt, mittlerweile auch das Fernsehen, Streaming-Format und Ähnliches treiben natürlich diesen Wert immens, Social Media und so weiter, sind natürlich alles Kontaktpunkte, die immer wichtiger werden für den Fußball. Die Bundesliga ist eine der größten Sportorganisationen der Welt, die Nummer 5 vom Umsatz. Wenn man globale Sportligen sich anschaut, sind also wirklich nur 3 amerikanische Ligen noch vor der Bundesliga und die Premier League, also die zweitgrößte Fußballliga der Welt. Und selbst die zweite Liga ist mittlerweile die 15. größte Sportliga der Welt über alle Sportarten hinweg. Also wirtschaftlich, da reden wir zusammen über 4 Milliarden Euro, 3,3 in der ersten Liga Umsatz, 700 Millionen in Liga 2. Hat das schon wirklich ein Fundament? Das ist natürlich auch eben ein Ergebnis dieser hohen gesellschaftlichen Relevanz, denn auch abseits jetzt von den reinen Zahlen und der Umsatzentwicklung, wir reden seit 10 Jahren noch über eine Umsatzentwicklung stabil zwischen 7% und 12% pro Jahr. Also auch da konnte auch Lehman Brothers Crash und was es alles so gegeben haben mag und auch, dass da die Werbewirtschaft zumindest ja von betroffen wurde, auch relativ substanziell, hat man im Sponsoringmarkt, das ist ja unser Pendant zur klassischen Werbeindustrie, dann wiederum nicht viel von merken können. Vielleicht, weil auch in Krisensituationen die Leute dann immer schnell noch in den Fußball reinflüchten. Das mag ein Grund dafür sein. Also da merkt man natürlich schon eben, da ist eine Dynamik, die ist vor allen Dingen getrieben durch die hohe gesellschaftliche Relevanz. Du hast ja schon gesagt, wie viele Menschen bei Marktforschung, bei bundesweiten Repräsentativen sagen, ich finde den Club irgendwie sympathisch oder er ist ein wichtiger Teil für mich. 40 Millionen Menschen sagen in Deutschland immerhin, Fußball interessiert mich. 20 Millionen sagen davon, Fußball ist ein bedeutender Bestandteil in meinem Leben. 13 Millionen sagen, ich spiele auch ab und an mindestens mal oder gar regelmäßig Fußball. Und 7 Millionen Mitglieder hat der DFB, damit größter Einzelsportverband der Welt. Aber Fußball ist natürlich auch noch ein bisschen mehr, denn Fußball ist auch gemäß dem Motto gesunder Geist in gesundem Körper sicherlich auch eine Motivation, gerade für viele junge Menschen, für viele Kinder, für viele Jugendliche, sich auch körperlich zu betätigen. Da sehen wir auch eigentlich einen Trend raus aus den klassischen Vereinen, die es natürlich auch immer schwerer haben, hin vielleicht zu anderen Themen der Freizeitgestaltung. Und da ist Fußball schon immer wieder noch eine Rückholaktion. Und darüber hinaus ist Fußball natürlich auch so ein bisschen das letzte, vielleicht gemeinsame gesellschaftliche Lagerfeuer, sagt man dann ja immer so schön, weil es die Menschen versammelt und auch wirklich Menschen unterschiedlichster Herkunft, über Sprachbarrieren hinweg, Religionsunterschiede hinweg, Bildungs-, Einkommensunterschiede hinweg, bringt der Fußball, und das werden wir jetzt bei der WM wieder sehen,
die Menschen zusammen. Und das, glaube ich, kennzeichnet wirklich diese hohe gesellschaftliche Relevanz, die wir da haben. Die dynamische Entwicklung hatte ich schon angesprochen, das merkt man in allen Bereichen. Wir haben jetzt natürlich viel auch kritische Medienberichterstattung gerade so in den letzten ein, zwei Jahren gehabt. Ist der Fußball am Abgrund und ist ein Neymar-Transfer mit 200 Millionen unanständig und so weiter? Ist natürlich viel Geld im Umlauf. Ich sehe aber jetzt da keine Tulpenpreis-Blasenspekulationen, die da zu platzen droht oder Ähnliches, was es früher mal gegeben haben mag, weil bislang eigentlich alle Akteure auch relativ stabil, ob Medienunternehmen, die im Fußball investiert sind, ob große Sportvermarkter und wer auch immer da sein Geld im Fußball einsetzt, im Großen und Ganzen auch meist relativ profitabel das Ganze gestalten kann und es eben auch einen breiten gesellschaftlichen Background gibt. Aber das Thema ist natürlich eins, was immer weiter danach strebt, noch mehr Geld einzusammeln, logischerweise, noch mehr Geld ausgeben zu können im Fußball. Deswegen ist zunehmende Professionalisierung natürlich auch ein zentrales Thema für den Fußball. Das geht in Organisationsstrukturen los, geht bei Personalkompetenzen los und viele mehr. Also am Anfang war das vielleicht ein Geschäft, was eher ehemalige Fußballspieler, die gut Kopf rechnen konnten und eine gewisse Bauernschleue hatten, dominiert haben. Mittlerweile, wenn man sich mal die Boards anguckt von Fußball-Bundesligisten oder gar auch international die Premier League schaut, dann habe ich da natürlich wirklich Experten reinsten Wassers, sind die meisten CFOs, waren dann in England zumindest bei Goldman oder Ernst & Young oder was auch immer. Also da merkt man schon, dass mittlerweile der Fußball natürlich auch da ganz anders organisiert ist. Wir sehen zum Beispiel bei der DFL auch jedes Jahr eigentlich eine neue Stelle, die ausgeschrieben werden muss und wo es heißt, die müsst ihr hauptamtlich besetzen. Früher gab es mal Sicherheitsverantwortliche, die waren Veranstaltungsleiter noch dazu, hat man gesagt, halt stopp, müsst ihr trennen, zwei hauptamtliche Stellen. Jetzt gerade jüngst kam die Forderung, ein dritter hauptamtlicher Fanbeauftragter, wahrscheinlich auch aus der Situation heraus, dass es immer mehr Fan-Themen sicherlich auch gibt und hier und da gewisse Konflikte zumindest auch zunehmen und Diskussionen intensiver werden. Also da merken wir schon die Professionalisierung und wir merken sie natürlich auch im Bereich der Digitalisierung, weil nicht nur Serviceprozesse immer digitaler werden, sondern die auch Kommunikation, Interaktion, oder auch Themen wie Sportmanagement, Spielerscouting. Deswegen möchten wir uns auch im Folgenden auf drei Themen konzentrieren. Wir haben sicherlich noch einen vierten Block, das ist dann eher der Bereich der Administration, wo wir über ein ERP-System sicherlich reden könnten oder haben wir eine digitale Personalverwaltung mittlerweile. Also haben wir jetzt, das haben wir jetzt aber nicht wirklich noch vorgegriffen, weil es, glaube ich, eher ein Thema ist, was schon Standard ist, auch zum Glück schon Standard ist im Fußball, dass es da relativ saubere Instrumente gibt, die genutzt werden von nahezu allen Profivereinen. Und deswegen gibt es aus unserer Sicht auch nicht mehr da die großen Stellhebel, wo ich sage, da entwickle ich den Markt nochmal weiter. Die sehen wir eher in diesen drei Bereichen Kommunikation, E-Commerce und im Sportmanagement, also all das, was rund um die Mannschaft passiert, an Analysen, an Spielerauswahl, an Spielvorbereitung und am Umgang mit Spielern, weil das eben bei uns mittlerweile zumindest auch appgetrieben läuft. Das zeigen wir dann gleich noch ein Stück weit im Detail auf. Im Bereich Kommunikation stellen wir natürlich fest, Fußball wird mehr und mehr eine 360-Grad-Kommunikation und was früher mal der klassische eingetragene Verein war, das ist heute eigentlich ein modernes Unterhaltungsunternehmen, was eben verschiedenste Facetten bedienen muss. Und dabei ist ein großer Thema natürlich die Welt von Social Media. Ich werde ja häufig bei Vorträgen gefragt, was kann denn die Wirtschaft vom Fußball lernen? Dann sage ich natürlich, und nicht nur, weil ich gute Laune im Auditorium erzeugen will, eigentlich umgekehrt. Der Fußball kann, glaube ich, in Organisationsfragen eine ganze Menge von der Wirtschaft lernen. Aber was er zumindest eine Zeit lang der Wirtschaft der klassischen voraus hatte, war, glaube ich, diese direkte Interaktion. Denn seitdem es eigentlich Internetforen gibt, gibt es die beim Fußball. Und seitdem ist eigentlich rund um Vereine nahezu alles rausgekommen, was da vielleicht versucht wurde, im Geheimen zu bearbeiten. Und es herrschte eine große Transparenz, es herrschte ein großer Interaktionsbedarf, weil natürlich viele gesagt haben, ich stelle jetzt eine Frage, da musst du die Vereinsführung mal antworten, die müssen auch das Forum lesen und so weiter. Mittlerweile haben, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen diese Themen, gerade auch die, die stärker emotionalisieren mit ihren Angeboten, dass natürlich auch da dann der Nutzer, der Konsument sagt, Mensch, wie ist es denn, warum ist das schiefgelaufen und so weiter. Aber das war das, was lange Zeit, glaube ich, die Vereine vor den klassischen Wirtschaftsakteuren erlebt haben. Und durch Social Media ist das alles nochmal schneller, nochmal interaktiver geworden. Es gibt natürlich jetzt viel mehr Content, der auch von den Zuschauern, von den Fans produziert wird und irgendwo im Kontext von Fußball teils auch verwertet wird, wo es dann viele rechtliche Fragen auch gibt. Und wir sind natürlich bei Gott nicht mehr in der Welt der Einwegkommunikation, sondern müssen immer schnell reagieren, 24/7 im Einsatz sein mit all diesen Themen, weil die Kommunikation natürlich auf der vermeintlich anderen Seite eben genauso schnell tickt. Und dann haben wir mal drei Beispiele rausgegriffen, wo ich kurz mal einen Satz zu erwähnen möchte. Das eine ist sicherlich der Weg von Manchester United zur globalen Relevanz. Das waren nicht die ersten, die exzessiv auf Social Media Teams bei sich intern gesetzt haben, weil sie gesagt haben, das war völlig unklar, wie wir das verwerten, ob wir das über Bannering verwerten oder was auch immer und ob wir dann vielleicht auch die Authentizität dieses Themas ein Stück weit stören, aber
Am Ende, in ein paar Jahren, werden wir große Konzerne sehen, die werden uns, wenn wir der Marktführer in Sachen globaler Reichweite sind, das größte Geld, mit Abstand das größte Geld für die großen Sponsoring-Themen zahlen. Und so ist es dann auch gekommen. Chevrolet hat da 70 Millionen Pfund, glaube ich, mittlerweile im Einsatz pro Jahr für das Trikotsponsoring, Hauptsponsoring bei Manchester United, weil sie sagen, es gibt keine Sportplattform, die eine derartig globale Relevanz hat und derart viele Menschen auf Knopfdruck erreichen kann. Dann haben wir Real Madrid, die sprechen ganz offen davon, dass vor allen Dingen für sie eines wichtig ist, und das ist, weil sie eben auch Unterhaltungsanbieter sein wollen, sagen, Bewegtbild, das ist das Thema der Zukunft, Video first ist da der Grundsatz, also neben dem, was vielleicht mit der Mannschaft passiert, was ja immer auch das Kernthema ist, logischerweise, geht es vor allen Dingen darum, bestmöglich alles in Bewegtbilder zu packen. Auch da gibt es jetzt ad hoc noch keine ganz klare Wertschöpfungsperspektive, aber die Kollegen glauben, wie die anderen großen Clubs auch dran, das wird sich in Zukunft eben entsprechend monetarisieren lassen. Momentan kommt ja der Mediaerlös zentral von den Verbänden aus der Zentralvermarktung, ob von der UEFA, der Champions League oder der nationalen Verbänden. Das ist sicherlich wichtig, aber die Fantasie gehört eben diesen zukünftigen Bewegtbildern, die wirklich dann die Clubs dezentral vermarkten können. Und Juventus Turin, das finde ich ganz spannend, weil es eben auch so ein Anwendungsbeispiel mal ist, hat das Logo geändert. Da haben viele Turiner natürlich aufgeschrien und gesagt, Mensch, jetzt ist hier der Stier weg und das gibt es doch gar nicht und das Gold ist weg und was hat das mit Juventus Turin noch zu tun und so weiter. Und die Turiner Manager haben gesagt, wir brauchen ein Logo im Flat Design, das muss irgendwo global verbindlich, global erkennbar sein. Das ist jetzt erstmal vollkommen irritierend für den Turiner und für den langjährigen Fan. Aber, auch wenn sie das dann nur ganz leise gesagt haben, die werden uns in der Schlacht um die globale Vorherrschaft im Fußball auch nicht mehr helfen. Ob wir da 100.000 Turiner noch mitnehmen oder nicht auf die Reise, ist wichtig, dass das Stadion voll ist, gar keine Frage. Aber am Ende brauchen wir Millionen oder Milliarden Reichweite und müssen Menschen global interessieren. Und dann geht es um App-Technologie und dann brauche ich eben heute ein Logo, was einfach noch viel globaler funktioniert, was per App gut erkennbar ist und was jetzt nicht so klein und ziseliert gestaltet ist, wie es früher vielleicht einmal war. Und so kam dieser Logo-Relaunch. Jetzt sind sie natürlich auch seit 3-4 Jahren extrem erfolgreich. Ich höre jetzt ganz, ganz furchtbar wenig Klagen da im Umfeld noch. Haben, glaube ich, alle akzeptiert, wie das immer so oder häufig zumindest im Fußball so ist, wenn es dann gut läuft. Stellen wir auch nicht digitalen Themen fest. Wenn es schlecht läuft, bei uns schmeckt es Essen im VIP-Bereich immer nicht. Wenn es gut läuft, sagen alle, Essen ist auch super. Also von daher, ich will es jetzt nicht kleinreden, da gibt es auch mal Qualitätsunterschiede, aber der Gesamterfolg, die Gesamterwartung, ob sie erfüllt wird oder nicht, prägt natürlich auch die Wahrnehmung von Details. Und Internationalisierung ist natürlich das digitale Upsell, weil man plötzlich einen weltweiten Kanal hat, weil Juventus Turin, Real Madrid, Manchester United eben plötzlich international Dinge distribuieren können, Zielgruppen aufbauen können und ähnliches. Und deswegen, glaube ich, hängen diese beiden Themen, die ja auch die großen Steigerungspotenziale wohl noch aufweisen, zumindest mal laut den Vereinen und auch laut den großen Verbänden, auch direkt miteinander zusammen. Und E-Sports ist sicherlich auch ein Thema, was irgendwo so zwischen Kommunikation und Interaktion ist, aber natürlich auch digital getrieben, vor allen Dingen funktioniert. Und da sehen wir eben auch ein Geschäft, was wächst. Jetzt will ich als Fußballvertreter im weiteren Sinne nicht zu selbstbewusst sein. Das sind Themen, die kommen, unserer Einschätzung nach schon. Vielleicht nicht zwingend das FIFA-Game, sondern eher diese wirklich spezialisierten E-Sports-Disziplinen wie League of Legends und was es da alles gibt. Und aber kleinere Sportarten gerade sollten, glaube ich, schon das sehr sorgfältig beobachten, weil der E-Sport mittlerweile davon ausgeht, dass man demnächst die Milliardengrenze auch schafft und dann wird es für die quasi mal Sportarten der zweiten Reihe, da will ich jetzt gar keine einzelnen rauspicken, schon irgendwo ein Thema, was die dann sicherlich bemerken werden, auch vom globalen Umsatz. Und wir sehen mittlerweile E-Sport-Spieler, die 1 Million Euro verdienen, einen E-Sport-Streaming-Kanal. Twitch ist für über 1 Milliarde an Amazon veräußert worden gerade. Und die ersten Lizenzen für eine neue Liga, die in den USA begründet wurde, kosten 20 Millionen Dollar, wenn ich dann ein Team in diese E-Sport-Wettbewerb entsenden will. Also da zeichnet sich auch einiges ab, was den Markt nochmal spannend werden lässt und was unmittelbar mit digitaler Anwendung dann zu tun hat. Bei uns sieht das ein bisschen schlichter aus, offen gestanden. Auch wir im E-Sport-Team, aber das ist mehr ein Testballon, weil wir sagen, wir wollen mal in den Markt reinfinden. Wir konzentrieren uns auf das digitale Fußballspiel, das FIFA-Game. Quasi, das ist vielleicht nicht ganz so spannend von der Wertschöpfungsperspektive, aber es ist natürlich viel näher an unserem Produkt dran. Und deswegen ist das für uns eigentlich ein sehr, sehr guter Einstieg, um mal zu gucken, wie reagiert die Wirtschaft drauf. Wir haben in der Tat jetzt auch 3 Sponsoren gefunden, die sagen, wir sind eben wirklich digital oder sehr technisch. Der klassische Fußball ist zu weit weg von uns, deswegen ist E-Sport bei euch ein Thema für uns. Und wir glauben, dass es eben auch die zukünftige Art und Weise, wie Fußball gelebt und auch konsumiert wird, in Anführungszeichen, wird E-Sport beinhalten, so oder so. Wie groß das dann wird, darüber können wir alle lange orakeln, aber es ist ein Teil mittlerweile der Fußballrealität von jungen Menschen, gerade eben der 10- bis 20-Jährigen. Und deswegen muss man es mindestens mal begleiten, das ist zumindest unsere Einschätzung. Darüber hinaus haben wir
eben netto über 500.000 Reichweite, die wir auf Knopfdruck eben, wenn wir eine Social-Media-Nachricht erzeugen und versenden wollen, dann erreichen, was natürlich für unsere Sponsoren mittlerweile auch schon eine kritische Masse ist, die durchaus interessant ist. Und deswegen ist das ein Thema, was wir natürlich auch weiter ausbauen wollen. Aber der Markt wächst schnell, gibt immer wieder latente Restriktionen, dass bei Facebook zum Beispiel jetzt natürlich vermehrt darauf geachtet werden muss, auch mit eigenen Budgets wieder Reichweite zu kaufen, weil die ja ständig den Suchfilter dann verkleinern und dann hast du gestern noch 332.000 gehabt, erreichst aber nur 240.000, wenn die Regelung verändert wird. Und dann gibt es ja den netten Hinweis, ihr könnt aber bei uns quasi Reichweite dazu buchen, hätte ich jetzt fast gesagt, das wird natürlich ganz furchtbar anders formuliert und viel, viel netter und nicht ganz so kommerziell, aber kommt am Ende aufs selbe dann hinaus. Dann, wir haben es mal genannt, das Amazon-Dilemma, E-Commerce im Fußball. Amazon-Dilemma deswegen, weil wir natürlich schon alle eigentlich an dem Service-Level gemessen werden, was die Großen machen. Und mittlerweile kennt es ja fast jeder. Ich gucke abends bei Amazon Prime mal rein, kaufe was Schönes. Am nächsten Vormittag kommt es dann auch schon. Wenn bei uns bestellt wird, dauert es offensichtlich ein bisschen länger. Ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, wird dem Fan das auch klar. Warum dauert es länger? Ist halt doch nicht Amazon oder Zalando, ist halt der FCN. Ist halt ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Skaleneffekte und so weiter. Aber so rational wird das ja kaum durchdacht. Und deswegen haben wir dann häufig erstmal das Wehklagen, was ich auch emotional natürlich verstehen kann. Aber das zeige ich dann gleich nochmal auf. Dann aber den B2C-Vertrieb, also alles rund um den Fan, um den Endverbraucher, könnte man jetzt mal BWL-theoretisch sagen. Das ist natürlich letztendlich auch, wird zunehmend digitalisiert, von nahezu allen großen Vereinen mindestens schon mal, aber auch mittlere Vereine. Jetzt will ich keinen kleinreden, Stuttgart, Köln, auch mittlerweile große Themen. Köln zwar jetzt eine Liga unter uns, aber mittlerweile vom Umsatz und so weiter schon auch eine relative Größe im Mittelfeld der Fußballwelt. Und die sagen ganz klar, in Zukunft 70-80% des Endkundengeschäfts müssen durch digitale Prozesse quasi verkauft, veräußert werden. Und da sind wir zum Beispiel noch relativ weit von entfernt. Aber das werden die Benchmarks sein und das ist einfach effizienter, damit auch professioneller, damit natürlich Wertschöpfung stärker. Ich kann mehr Geld in den Kreislauf, Profifußball, Kernprodukt, Mannschaft speisen. Und deswegen sind das natürlich relevante Themen. CRM-Daten. Auch so ein Standardbegriff ja mittlerweile, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Botschaft für den richtigen Menschen im Zweifelsfall zu haben, das, was ihn interessiert, ihm mit auf den Weg zu geben. Das ist eben auch heute ein Erfolgsfaktor. Digitales Rechnungswesen, da bin ich so bei diesen Praxisanwendungen, die, glaube ich, bei den meisten Vereinen schon relativ gut aufgestellt sind. Aber eben auch ein Service-Tool, das eben wichtig ist, so ein Change-Management, da werden wir nachher noch so ein paar Worte zu sagen, also quasi, wie verändert sich auch Organisationsanforderungen, wie verändert sich auch das Bewusstsein vielleicht von Mitarbeitern, ist eben auch in dem Thema ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir quasi aus der klassischen Handelswelt kommen und sagen, Leute, in Zukunft wird das nahezu alles digital veräußert werden und für euch wird es andere Rollen geben müssen, im Zweifel, wenn ihr mit dabei seid und dabei bleiben wollt. Und da werden wir Lösungen finden und erarbeiten, aber es ist auch eine Aufgabe, auch eine kulturelle natürlich irgendwo ein Stück weit. Vielleicht kurz einmal, oder? Vielleicht ganz kurz eingeschoben, vielleicht zum Thema Webshop, vielleicht mal ganz kurz, wir kommen später zu den Herausforderungen, aber vielleicht als ergänzt auch nochmal zum Thema Digitalisierung. Ein Webshop, ein Online-Shop ist jetzt nichts Neues, wächst natürlich immens in der Relevanz, wie Michael Meske das sagt, natürlich irgendwann wahrscheinlich die einzigste oder wichtigste Plattform hier zu distributieren. Aber vielleicht ein schönes Beispiel, was uns gerade ganz immens beschäftigt im Thema Digitalisierung, Skalierung etc., die Anforderungen. Jetzt kennt jeder, der irgendwie im Handelsgeschäft oder im sonstigen Geschäft tätig ist, Saisongeschäfte. Vor Weihnachten ist im Einzelhandel mehr los, vor irgendwelchen Messen etc. Aber vielleicht da mal ganz kurz nur hingewiesen, wie wichtig es da auf die richtigen digitalen Strategien zu sehen. Wir haben hier ein sehr emotionales, sehr event-, sehr erfolgsabhängiges Geschäft und bloß als Beispiel vielleicht mal reingeschoben, so zwei Events aus E-Commerce-Seite die letzten zwei Jahre beim Club, wie volatil und wie unterschiedlich das Geschäft ist und wie wichtig es ist, dass es die Plattformen, aber auch die Prozesse dahinter im Doing wirklich in einer sinnvollen Digitalisierungsstrategie auch funktionieren. Wir haben vor anderthalb Jahren wurde der Ausrüster gewechselt von Adidas zur Firma Umbro. Die Clubfans waren sehr heiß auf die neuen Shirts. Es wurden nur, in Anführungszeichen, nur Trainingsshirts herausgegeben und völlig unerwartet waren plötzlich 50- bis 100-fach mehr über Tage Traffic auf so einem Shop.
was man technisch erschlagen kann, aber danach natürlich auch die Prozesse braucht. Oder andersrum, jetzt haben wir gehofft und erwartet, gehofft auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr den Aufstieg schaffen. Wann das wie passiert, wusste man dann auch nicht, ob das am letzten, am vorletzten oder wann auch immer passiert oder vielleicht auch gar nicht. Und quasi so in Sekundenentscheidung beim vorletzten Spiel hat es dann geklappt. Und dann reden wir hier plötzlich von 200 bis 300, teilweise 400-fachen Umsätzen, Transaktionen, die dann auch funktionieren müssen. Und wo wir dann wieder die Erwartungshaltung, was Michael Meske gesagt hat, hier möglichst im Amazon-Gefühl das zu schaffen. Und da nur so ein bisschen der Sidestep zu zeigen, da haben wir überhaupt keine Chance, außer hier wirklich die richtigen Prozesse, die richtigen Digitalisierungsstrategien hier einzusetzen, weil wir sonst diese Erwartungen gar nicht erfüllen können. Am Ende sind es genau die Schnittstellen, glaube ich, auch die unser Problem noch derzeit sind, dass wir zwar so im Frontend, sieht das schon alles ganz nett aus, mittlerweile auch im Responsive Design, man mag jetzt staunen, als ich einstieg vor 3 Jahren, hatten wir noch einen Shop, der war halt nicht im Responsive, das heißt im Smartphone war quasi nichts zu erkennen, was wir online im Shop so hatten an Produkten, weil man es einfach nicht größer machen konnte, dass sich nie angepasst hat, der Bildschirmgröße und ähnliches, also so Kinderkrankheiten, aber vor allen Dingen ist natürlich wirklich das Fulfillment dann, wie kriege ich dann das Bestellte wirklich zu den Menschen, der entscheidende Punkt, wo es bei uns gerade noch fehlt. Ein kleines Beispiel, das ich nochmal gezeigt habe, jetzt haben wir eben diesen Responsive Design Shop. Ganz spannend dabei ist das Thema Mitgliedschaft, möchte man meinen, kann man einfach auch reinstellen, ist ja auch irgendwo ein Angebot, was dann auch digital nachgefragt werden könnte, klappt bei uns aus verschiedensten Gründen eben heute noch nicht, sprich der steht dann zwar digital auf der Homepage, ich kann mir dann ausdrucken, ausfüllen und zurückfaxen oder eingescannt zurückschicken, ist natürlich auch ein sehr eigenwilliger Weg von Digitalisierung, also von daher so ein paar Brüche haben wir da schon noch in der Digitalisierungswelt bei uns, wir sind noch gerade erst bei 15% Digitalumsatz in diesem quasi Bereich Fan- und Mitgliederbusiness, wo andere eben in 1-2 Jahren bei 70 bis 80 sein wollen, heute bei 40, 50 schon sind. Also das zeigt, glaube ich, den Weg, den wir da noch wirklich vor uns haben, nebst all den Servicefragen. Dann haben wir einen Aspekt, der ist, glaube ich, schon auch für die meisten, im Idealfall auch für Sie, wenn Fußballinteresse da auch wirklich vorherrscht, ganz spannend, nämlich wie geht man eigentlich im Sportbereich mit all diesen Daten um, was ist denn da wirklich relevant und so weiter. Wird dann noch das mit dem Auge entschieden und dann sagt man so, guck doch mal, ich glaube, das sieht ganz gut aus, das ist, glaube ich, ein guter Linksfuß, rechts kann er auch und irgendwie scheint auch schnell zu sein. Oder wie wird da eigentlich mit Daten umgegangen? Wir arbeiten da mit SAP Sports One als App-Lösung letztendlich, auch im Spielermanagement, wo wir quasi dann in der Interaktion mit unseren Kaderspielern eigentlich alles Tägliche lösen. Da stehen alle Termine drin. Da wird zum Beispiel auch, wenn es einen Behandlungstermin gibt, steht der logischerweise auch im Kalender des Spielers. Dann hat der Mannschaftsarzt automatisch auch eine Übersicht, welcher Spieler ist wann bei welchem Arzt in Behandlung. Er kriegt sofort dann den Report vom Facharzt. Auch kriegt der Mannschaftsarzt dann zugespielt zumindest. Der Spieler kriegt auf der App den nächsten Behandlungstermin oder einen Trainingshinweis, mach mehr Krafttraining fürs linke Bein oder was auch immer es dann sein mag, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesprochen. Eigentlich in dem Sinne wirklich schon mal spannend oder auch nach dem Spiel gibt es wirklich dann nochmal Zusammenfassungen der Szenen des Spielers und Hinweise, wo er sich entgegen eigentlich der Marschroute verhalten hat und was er in Zukunft in solchen Situationen anders beherzigen soll, wird dann individuell für jeden Spieler quasi ein Bericht erzeugt, den er dann bei SAP Sports One am Abend des Spiels später noch auf seinem Handy, auf seinem Smartphone, auf seinem Tablet, wie auch immer, sich mal in Ruhe durchlesen kann. Also die Technisierung wird dort auch immer fortschreiten. Wir nutzen verschiedenste Systeme mittlerweile, auch in der Spielerauswahl oder auch in der Gegnervorbereitung. Das ist ein offizielles Spielportal der DFL, da kann jeder Bundesligaverein reingehen, kann alle Archivbilder sich angucken zu allen möglichen Begegnungen, alles immer aus einer Panoramakameraperspektive, wo ich alle 22 Spieler permanent sehe. Also keine einzelnen Schwenks, keine Zooms, aber immerhin, ich sehe alle Laufwege und so weiter relativ gut und habe jede Menge an Spieldaten, Geschwindigkeiten, wie viele Antritte mit mehr als 30 km/h und so weiter, wie viele gesamtgelaufene Kilometer, wie viele Pässe, links, rechts, Fuß und so weiter. Also für uns auch ganz spannend, logischerweise. Das Ganze gibt es auch dann mal international von Y-Scout, einer Firma, die wir nutzen, wo wir uns aus über 100 Ländern Liga-Fernsehbilder anschauen können, können da dann letztendlich auch Spieler auswählen aus Vereinen und sagen, ich will nur deren Szenen sehen, das letzte Jahr, die ganze Saison, alle Szenen, die ihr im jamaikanischen Fernsehen von dem jamaikanischen Spieler dann habt und können dann auch noch taggen, wo uns bestimmte Szenen dann besonders interessieren oder Dinge rausschneiden, den Chef-Scouts zeigen oder ähnliches. Dann gibt es noch ein Tool, was wir gerade in der Testphase nutzen, das finde ich ganz spannend, deswegen habe ich es heute noch mal zumindest jetzt hier mal mit auf der Tonspur bringen wollen, das ist die Firma Insight, die arbeiten algorithmusbasiert und geben quasi Spieler
ein Spielerranking vor, was man dann nach Positionsgruppen, Positionen, Alter und so weiter unterteilen kann. Sprich, wir suchen einen Linksaußen vielleicht und sagen, sollte ein junger Spieler sein, ablösefrei und so weiter und so fort. Dann gebe ich das ein in dem Suchfeld und dann bekomme ich ein globales Ranking von Linksaußen unter 23 Jahren mit einem Indexwert, der die Performance darstellen soll. Da gibt es einen aktuellen Performancewert in diesem globalen Ranking und es gibt noch einen Potenzialwert, der ermittelt wird auf Basis des Algorithmus, weil man sagt, zum Beispiel bei einem 20-Jährigen, der in den letzten 3 Jahren einen Leistungssprung aufweist, der sich so darstellt in dem Index, ist davon auszugehen, dass der in 2 Jahren da ist, weil wir 50 andere Spieler in den letzten 3 Jahren gesehen haben, die hatten auch bis 20 die Entwicklung und waren dann mit 25 später da. Und so wird auch ein Potenzialindex quasi ermittelt. Und das ist für uns deswegen ganz spannend, weil wir natürlich ein Filterkriterium mittlerweile brauchen im Sport, wenn wir Spieler selektieren. Wir können ja nicht von 200 links außen uns Videos angucken, dann alle getaggt und weiß der Teufel was, sondern wir gehen dann wirklich da rein, gehen ins Ranking rein und selektieren und sagen, gucken wir uns mal die 10 passendsten für uns zuerst einmal an. Wenn wir da sagen, das sind Spannende dabei, dann schicken wir einen Scout hin, der sich das dann vor Ort bei der nächsten Live-Action, die der Spieler dann bietet, beim nächsten Spiel, wo er im Einsatz ist, dann ist, um den mal vor Ort anzuschauen. Und so verdichten wir das dann immer weiter. Und Moneyball wollte ich nochmal aufgreifen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es ist ja auch ein Buch im Sportbusiness, ein relatives Kultbuch, gibt auch einen Kinofilm dazu, wo ein Baseball-Coach eine erfolglose Mannschaft übernommen hat, die hatte auch kein Geld, und, aber es ist eine reale Geschichte zumindest, und dann hat er eigentlich auf Spieler gesetzt, die überdurchschnittlich gute statistische Daten hatten, aber im Markt, im klassischen Markt damals in den 60er Jahren unterbewertet waren und hat die nur selektiert und damit eine sehr günstige, aber sehr effiziente Mannschaft zusammengestellt, wirklich datenbasiert, damit dann den Titel geholt, deswegen eine kleine Legende geworden, Billy Bean hieß der Coach in dem Sport. Das hatte mal ein englischer Investor beim FC Midtjylland in Dänemark auch genauso nahezu 1:1 umgesetzt, extrem statistisch fundiert die Mannschaftsaufstellung dem Trainer vorgegeben und so weiter, sind dann auch dänischer Meister geworden. Im Jahr drauf allerdings ganz furchtbar schlecht gespielt, also von daher vielleicht gibt es auch gewisse Grenzen bei der Datengetriebenheit dann im Spiel. Ja, dann übernehme ich zur letzten Folie, musste ich jetzt nochmal mitnehmen, dass ich das dann doch nochmal zum Thema machen muss, wo können wir die Vorstände noch digital besser beurteilen, von SAP noch eine Schnittstelle holen. Spaß beiseite, mal ein paar Blicke, nochmal vielleicht ein Schritt zurück, wo ich überlegt habe, was bleibt bei uns, was bleibt bei mir hängen, wenn wir uns jetzt gerade im Digitalisierungsprozess beim 1. FC Nürnberg, aber vielleicht auch aus anderen IT-Projekten, die ich eben mit begleiten darf oder in meinen Tätigkeiten. Vielleicht allgemeine Sätze, aber wo viel drinsteckt. Und ich glaube, wenn man jetzt mal beispielsweise anschaut, was hat eine Doro Bär, jetzige Staatsministerin für Digitales, hier neulich für einen Shitstorm ausgelöst, also nach dem Amtsantritt gesagt hat, Digitalisierung ist nicht Breitband und etc., sondern wir müssen über Flugtaxen reden. Kann man natürlich diskutieren über den Grundsatz und ich komme gleich auf Thema Infrastruktur, was auch persönlich mein Thema geschäftlicherseits ist. Natürlich ohne die Infrastruktur geht es nicht, kommen wir aber gleich dazu. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist und das nehme ich immer wieder aus Gesprächen, jetzt hier beim Club, beispielsweise neulich lang mit dem BDI-Präsidenten Professor Kempf diskutieren dürfen persönlich. Was bedeutet das? Wie können wir das überhaupt, kommen wir da voran hier in Deutschland, um uns vielleicht auch nicht jede Butter von anderen Companies, von anderen Ländern, von Firmen wie Google oder Amazon uns da abnehmen zu lassen? Digitalisierung benötigt Visionen. Ich sag's mal, wir brauchen hier einfach mal oftmals einen ganz anderen Blickwinkel. Deswegen mal dazu geschrieben, oftmals nutzt es wirklich, wir sagen auch gerade, was wir jetzt da vorhaben, Richtung Digitalisierungsboard, kommen wir später nochmal dazu, einfach versuchen, vielleicht mit jungen Menschen aus der Company, aus ihrer Organisation, wirklich andere Sichtweisen mal reinzubringen. Was mich unheimlich bewegt hat, neulich in Berlin, in meiner DIHK-Tätigkeit, wo ich ehrenamtlich mit tätig bin, durfte ich mit einem Boardmitglied der Firma Amazon diskutieren, zum Thema, wie stellen wir uns da auf. Und wenn er, geht jetzt ein bisschen weg, aber fand ich sehr bewegend, wenn er sagt, Sie waren jetzt gerade Amazon Vorstand Board, war 2 Wochen lang in Deutschland mit den deutschen Automobilvorständen zusammengesessen, VWs, Audis und was auch immer, und haben überlegt, wie sie zusammenarbeiten können. Und die
was Sie mitgenommen haben aus den Gesprächen in Deutschland, zu sagen, ja, die ganzen deutschen Manager waren da gesehen, wo sind die Features, die coolen Digitalisierungsfeatures, die wir ins MMI, ins Radio, ins Telefon, ins Auto einbauen können und versuchen so überall noch so ein kleines bisschen digitale Spielereien einzubauen. Und die Amazon-Vorstände waren völlig entsetzt zu sagen, was soll das hier überhaupt? Da geht es jetzt hier nicht um Digitalisierung und Zukunftsvision. Wir müssen über Geschäftsmodelle reden. Wir müssen einfach mal überlegen, wie können wir unser jetziges Geschäftsmodell, können die Prozesse, die wir haben, einfach mal komplett anders bewerten? Wie können wir sie anders aufbauen? Weil die Gesellschaft, unsere Mitmenschen, unsere jungen Mitmenschen, die hier nachkommen, einiges da vielleicht ganz anders sehen. Wir sehen es in der Mobilität, wir sehen es im Handybereich, wie hat eine Firma Nokia plötzlich, die sich irgendwie immer versucht hat, Internetseiten irgendwie auf SMS-Niveau darzustellen, und plötzlich war dann Nokia tot, weil dann plötzlich ein Apple und dann irgendein Google daherkam und sagt, hey, wir machen was anderes Cooles, da habe ich Musik drin und was auch immer, ich brauche Ihnen die Smartphone-Story nicht weitererzählen. Aber vielleicht einfach mal ganz kurz nur zum Kopf öffnen oder Gedanken öffnen. Wir müssen auch immer wieder hier, sei es beim 1. FC Nürnberg, in allen Companies, so schön, BDI-Präsident neulich so schön gesagt, Digitalisierung muss hin und wieder Cash-Cows schlachten. Wir müssen Geschäftsmodelle, wir sind jetzt gerade hier beim Club dabei, schweren Herzens den ersten Fanshop haben wir jetzt geschlossen in der Nürnberger Innenstadt. Die aus Franken kommen, haben es vielleicht gelesen. Jetzt gibt es gerade keinen Shop mehr in der Nürnberger Altstadt, sondern nur in der äußeren Umgebung. Aber da müssen wir Prioritäten setzen, wie wir die Leute am besten erreichen können. Und Digitalisierung ist eben nicht nur einzelne Features, iPad und Breitband etc., sondern wir müssen wirklich über Geschäftsmodelle reden. Eins ganz wichtig, ich glaube, die Anforderungen, die wir hier haben, als 1. FC Nürnberg, als Club, als Organisation, als Company, als Firma, Digitalisierung, bei den Anforderungen, und da muss ich jetzt nicht alleine auf Datenschutzgrundverordnung und was auch immer hier dran denken, es geht nur mit Partnern. Das, was wir jetzt gerade gesehen haben, was Michael Meeske mit SAP gezeigt hat, wir haben hier eine hervorragende Partnerschaft mit SAP. Einiges davon nutzen viele andere Vereine, aber so richtig gut kommen wir voran, weil wir uns hier mit Partnern zusammengesetzt haben, wie SAP, wie in anderen Bereichen, beispielsweise mit meinem Unternehmen oder auch anderen, um das voranzubringen, um uns auch um die Themen darauf zu konzentrieren, was das Kerngeschäft in der Digitalisierung hier ausmacht. Vielleicht kurz, das mal so als Gedanke quasi, was bedeutet das, Arbeitsweisen, Prozessen, Denkweisen, vielleicht mal kurz ein paar Punkte zur technischen Anforderung, weil da wird viel zusammengeschmissen, manchmal was vergessen, manchmal überinterpretiert, aber klar ist, wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir irgendwie, dass Daten verwendet werden, dass Daten an verschiedensten Orten verwendet werden, dass die Prozesse noch mehr an den IT-Systemen hängen. Und von der Seite nicht zu vergessen, ich halte sonst viele Vorträge zu dem Thema, ich versuche es jetzt nur in 2, 3 Punkten zu bringen, wir brauchen eine zuverlässige Infrastruktur, eine Dateninfrastruktur, zuverlässige Internetanbindungen, Standortvernetzungen, die Anwendung, die wir heute haben und die wir in Zukunft haben, hier entsprechend zuverlässig laufen haben. Um jetzt da wieder den Bogen auch zum 1. FC Nürnberg zu machen. Hier haben wir das sehr schön aufbauen können, auch seit einigen Jahren schon, und tun uns jetzt sehr, sehr leicht. Wir haben vor vielen Jahren angefangen, Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Das ist das Stadion, wo es im Spieltagsgeschäft um viele Daten geht, Presse, WLAN, Statistikdaten, die wir gerade gehört haben, die müssen ja irgendwie transportiert werden, Kommunikationsdaten, WLAN-Daten etc. Da geht es weiter mit dem Funktionsgebäude, was hier vor vielen Jahren per Glasfaser angeschlossen ist, inzwischen jeder Webshop entsprechend angeschlossen ist, und wo wir jetzt, und das ist ganz wichtig, glaube ich, in zukünftigen Geschäftsmodellen eine Basisinfrastruktur haben, die skalieren kann. Haben wir heute die Anwendungen, dann müssen die funktionieren, dann müssen die auch bei einem Ausfall funktionieren. Das ist wieder das Thema Service-Level-Verfügbarkeiten. Da mag es auch sein, dass vielleicht ein 29-Euro-Anschluss dann vielleicht nicht der richtige ist, weil der 3 Tage braucht, bis er repariert ist. Aber vor allem auch,
dynamisch skalieren kann. Kommt ein Event, kommt eine neue Anwendung. Und das erlebe ich, neulich auch immer wieder in Diskussionen mitnehmen können. Da habe ich das Gefühl, da brauchen wir Deutschen manchmal noch so einen kleinen Ruck im Thema, was brauche ich denn hier für Anbindungen? So sagen, okay, momentan habe ich 16 Megabit, naja, dann wäre ich mit 50 Megabit glücklich. Wir merken bei unseren Kunden, wir versorgen hier sehr viele Kunden mit breitbandigen Internetanbindungen, wenn die mal in der Gigabit-Zeitalter, im Gigabit-Zeitalter mit 100, mit 200, mit 1000 Megabit angekommen sind, erst dann merken sie, was sie damit wirklich auch tun können. Dann können sie entsprechend ihren eigenen IT-Betrieb mit der deutschen Cloud, mit der europäischen Cloud, mit wem auch immer, mit Dienstleistern entsprechend kombinieren, können ihre Backups darüber abwickeln, etc. Das ist ganz wichtig, einfach zu sagen, Digitalisierung geht nicht ohne diese Infrastruktur. Infrastruktur auf der anderen Seite, und das ist im Fußballgeschäft umso wichtiger, aber ich glaube, keine Branche kennt, ist stringent, kennt keine Schwankungen, hat keine Sonderevents. Von der Seite die Plattformen und Server, die Systeme, die wir haben, müssen skalierbar sein. Ich habe vorhin angesprochen, wir müssen Systeme schaffen, die auch kurzfristig wesentlich mehr Lasten erreichen können. Und ganz, ganz wichtig und noch viel wichtiger, wir hatten auch beim Herfahren über bestimmte Systeme und bestimmte Änderungen geredet. Und wir merken gerade, wie wichtig es ist, dass die Systeme, sprich Software, ERP-Systeme, Warenwirtschaftssysteme, E-Commerce-Systeme etc., E-Sport und Sportanalyse-Software, dass die alle natürlich einen guten Job und gut funktionieren und sicher, kommen wir gleich noch dazu, sind, aber vor allem offene Schnittstellen haben. Weil Digitalisierung heißt auch, dass ich nicht nur lauter Einzelsysteme habe und dazwischen Papier oder manuell Daten von A nach B übertrage, sondern dass hier digitale Prozesse automatisch funktionieren. Und deswegen ganz, ganz wichtig in Diskussionen, arbeite ich mit der Cloud zu Hause, regional oder mit der internationalen Cloud hier zusammen, noch viel wichtiger, wie offen sind diese Systeme und können erweitert werden. Weitermachen, ich glaube, genau den Punkt hatte ich eigentlich gerade schon, dass wir hier wirklich beim 1. FC Nürnberg, aber auch sonst, wirklich auf flexible Dienste setzen müssen, um die Ziele hier überhaupt erreichen zu können. Ein Punkt, ich glaube, den können wir uns sparen, zu schnell. IT-Security kann ich mir, glaube ich, nach dem guten Vortrag hier vom Präsidenten des BSI sparen. Aber vielleicht nur kurz, auch bei uns, so ein Blick mal in die Profi-Fußballwelt, auch hier natürlich, wie überall natürlich ein Riesenthema, nicht, auch ohne Datenschutzgrundverordnung sind wir natürlich hier in einer anderen Wahrnehmung, haben natürlich Angriffe, wie auch immer man es definiert, theoretisch könnte man sagen, dass wir minütlich Angriffe bekommen, das sind automatisierte Scans, automatisierte Angriffe, die man natürlich, jeder, der im Internet irgendwelche Dienste anbietet, hat, aber natürlich als Fußball mit der Reichweite, mit den Emotionen, mit der Öffentlichkeitswirksamkeit natürlich nochmal eine ganz andere interessante Angriffsfläche, und da erleben wir schon, dass wir da natürlich auch nochmal da mindestens genauso viel wie alle anderen tun müssen, weil wir da natürlich ganz anders in der Wahrnehmung stehen und natürlich auch Erwartungshaltungen haben hier im Datenschutz unseren Fans gegenüber, unseren Mitgliedern, hatten auch, ohne dass was passiert ist, intensive Datenschutzprüfungen der Behörden, auch vor der Datenschutzgrundverordnung. Und von der Seite ein ganz, ganz wichtiges Thema neben der Verfügbarkeit, weil die Leute erwarten es 24 Stunden, 365 Tage, dass sie sich über den Club informieren können. Wohl wahr. Kommen wir noch zu ein paar Zukunftsthemen, die uns natürlich auch beschäftigen, wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen wollen, mit Blick auf die digitale Uhr, ne, müssen wir jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf jetzt die letzten zwei Charts, aber wir sind ohne dies jetzt schon im Finale, letztendlich mit dem Blick nach vorne. Was braucht es denn dann? Also wir brauchen natürlich, um uns weiterzuentwickeln, eine nochmal ganz, ganz andere Stadioninfrastruktur. Da ist schon viel geschehen, logischerweise, aber es ist halt ein altes Stadion, städtische Hand. Die Stadt sagt auch, wir müssen erstmal eine neue Lösung haben, bevor wir die Frage beantworten können, kann da weiter investiert werden? Wir versuchen natürlich auch, den Hut an den Ring zu schmeißen.
aber können allein jetzt nicht auf den Driver Seat springen, offen gestanden. Aber da laufen vielfältige Diskussionen und das Stichwort Connected Stadium ist natürlich wirklich noch ein ganz großes, was dann sicherlich nochmal andere Möglichkeiten den Clubs gibt. Das geht dann mit, auch wenn das der Fan, der puristische Fan immer nicht so gerne hat, mit bargeldlosen Bezahlverfahren los im Stadion, mit vielleicht sogar Getränkeservice, Essensservice an den Sitzplätzen. In Amerika gibt es da mittlerweile schon viele Themen. Dann VR, Augmented Reality als ergänzende Informationen und Präsentationsmöglichkeiten. Also all das kommt sicherlich rund um adäquate Stadioninfrastruktur auf den Fußball zu und auch auf den FCN zu. Omnichannel, quasi einen Kanal zu haben, der alles bedient, was bei uns so konsumiert wird, um damit bestmöglich dann einen Großteil des Umsatzes dann auch digital zu transaktionieren, ist natürlich ein entscheidender Punkt, weil einfach effizienter. Dann spielt auch die Frage, was haben wir denn für Daten eine große Rolle? Natürlich nicht nur wegen der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt auch nochmal auf den Prüfstand gestellt, was wir bislang so gesammelt haben aus der Welt von Ticketing, Mitgliederwesen und Ähnlichem. Aber am Ende ist ja nicht Big Data das Thema, sondern Smart Data. Wir müssen natürlich eben da mit den richtigen Botschaften die richtigen Menschen erreichen. Bewegtbild, crossmediale Interaktion quer durch alle Mediendisziplinen bei uns wird sicherlich auch entscheidend werden, auch für Sponsoring-Erfolg am Ende. Und wie können wir unsere Sponsoren begeistern und natürlich auch motivieren, möglichst viel Geld dann beim FCN zu investieren. Das wird über diese Reichweiten und die Interaktion dann sicherlich laufen. Wir haben bislang zwar schon eine ganze Menge rund um Scouting und so weiter gemacht, hier auch wie eben schon mal kurz skizziert, aber im Trainingsbetrieb wird eher noch händisch agiert, da haben wir noch keine Kamerasysteme im Einsatz. Mal so einen Drohnentest gemacht, aber das wäre der erste Schritt. Da werden wir nochmal ran müssen und wir müssen, wie gesagt, sicherlich auch die Organisation nochmal anpassen und verändern und auch das Verhalten, weil wir müssen einfach zu mehr Service kommen. Wir müssen dazu kommen, dass das Geschäft einfach viel schneller, direkter, transparenter wird. Jedes Fehlverhalten, jede bisschen schnoddrige E-Mail vielleicht irgendwo im Kundenservice wird dir natürlich irgendwann heutzutage vorgehalten und das sind alles Themen, die müssen wir den Mitarbeitern mit auf den Weg geben und müssen dann natürlich bestmöglich versuchen, dass sich alle anpassen an diese neuen Anforderungen, die dieses Geschäft dann mit sich bringen wird. Das ist dann natürlich auch eine Frage, wie implementiere ich sowas? Wir haben jetzt quasi eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, wo aus allen Abteilungen Vertreter mit einem bestimmten digitalen Know-how und eine Affinität dazu dann entsendet werden. Und dann das Digitalisierungsboard, die sich jetzt mit diesen Themen beschäftigen und mal für uns selektieren, welche Themen wollen wir denn zunächst dann priorisieren. Das ist, glaube ich, ein stetiger Prozess, eine permanente Optimierung. Wir müssen vielerlei kleine formelle Themen erledigen, wie eine Fanshop GmbH, die ist noch so ein bisschen so ein Solitär, der da außen rumschwirrt um den Verein. Das wird jetzt mal rein formal juristisch auch integriert, aber natürlich müssen die Menschen noch mitgenommen werden bei dieser Integration der Firma. Wir brauchen für all diese Themen eine zukunftssichere Vereinsstruktur. Damit sind wir auch bei Rechtsformfragen. Da sind wir jetzt gerade dran, das Stichwort Ausgliederung bei uns in dem emotionalen Umfeld mit einer großen Fanbasis, die teils sehr kritisch auf solche rationalen Entscheidungen natürlich schaut, weil sie denken, geht da vielleicht die Emotion verloren, kann ich noch Fan einer GmbH sein oder einer AG oder was auch immer, wenn ich doch den eingetragenen Verein so mag und die rationale Diskussion, dass das hier eigentlich nicht viel ändert und der eingetragene Verein ja auch nicht vom Himmel gefallen ist ins Fanherz, sondern ja auch irgendwie in Rechtsform und ein Gattungsbegriff ist, hilft dann da offen gestanden auch nur wenig. Und vor allen Dingen brauchen wir auch Kapital für diese Themen. Wir brauchen operative und strategische Budgets. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was für uns, weil auch ein Werttreiber in Zukunft, eben noch ein zentrales Argument im Rahmen der Ausgliederung ist. Wir sind ja gerade auf der Suche nach strategischen Partnern, sprich auch Investoren, könnte man so ein bisschen schnöde vielleicht sagen. Das ist ein Thema, was uns jetzt gerade intensiv auch sehr beschäftigt, weil wir natürlich die Marktentwicklung sehen. Immer mehr Vereine wechseln da die Rechts- und Organisationsformen, integrieren strategische Partner, verschaffen sich andere Handlungsmöglichkeiten. Ein paar nutzen sie nicht so gut, meisten machen aber eine ganze Menge draus, wie wir zumindest sehen. Und deswegen glauben wir, müssen wir diesen Trend, diese Entwicklung, weil es kein kurzfristiger sein wird, unserer Einschätzung nach entsprechend auch mit begleiten. Also wenn da jemand im Nachgang Interesse hat, logischerweise bei uns Anteile zu zeichnen, dann können wir das prophylaktisch vornehmen. Aber Spaß beiseite, soll keine Verkaufsveranstaltung werden, gar keine Frage. Ich hoffe, das war interessant für Sie. Ich weiß nicht, Johannes, hast du noch einen Punkt, den wir vielleicht ergänzen? Ich denke, die Zeit ist vorbei und ich glaube, wir sind ja auch beide ein bisschen da. Gibt es vielleicht das eine oder andere Thema, wo wir gerne später bilateral nochmal drauf eingehen können. In dem Sinne wären wir dann soweit, denke ich jetzt.